Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Spielbier-Kanal. Leute, heute... ich bin ein bisschen krank. Nein, bin ich nicht. Leute, heute gibt es eine neue 24-Stunden-Challenge. Und zwar 24 Stunden auf Klo. Heute ist Kati dabei, die das aber nur dokumentiert. Hi, Kati. Hi. Ja, also ich werde die Challenge heute alleine machen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ne? Ich habe auch schon alles vorbereitet. Das ist eine Challenge, die ich an mich selber gestellt habe. Und ich habe es auch in den Kommentaren gelesen. Ne, mach mal 24 Stunden auf Klo. Und ihr werdet jetzt bestimmt sagen, ja, warum ist Nina und Kathi nicht dabei? Gut, Nina ist heute nicht da. Aber die auch fragen, warum, ne? Mache ich denn dann? Ich zeig dir jetzt, wieso. Ne, ich habe da schon einiges vorbereitet. Ich werde meinen Tag hier natürlich bestens verbringen auf Klo. Nicht so einfach auf Klo im Sinne von, ich gehe auf Klo. Sondern, das ist jetzt ein, ich würde schon sagen, fast wie mein eigenes Zimmer geworden. Eine Luxustoilette? So in der Art. Wollt ihr es sehen? Weil dann können wir auch gleich direkt starten. Also ich will es auf jeden Fall sehen. Los, ja, geht's. Dann kommt mal mit. Okay, herzlich willkommen in meiner Luxustoilette. Leute, schaut euch das mal an. Was denn alles, Karl? Also, ich zeig euch das mal. Das Wichtigste hast du noch gar nicht gesehen. Ich habe extra hier den Fernseher und meine Playstation. Okay. Ja, nicht die Zelte. Die brauche ich heute nicht. Ich habe hier die Playstation aufgebaut. Ja, hier ist so wenig Platz, deswegen weiß ich nicht, wo ich hinfilmen soll. Ja, am besten, genau, filmst du von da? Genau, das ist es. Wir haben hier wenig Platz, deswegen wäre es zu zweit oder zu dritt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich bin froh, dass du mich nicht aufgefordert hast, 24 Stunden mit dir in diesem Raum zu verbringen. Ja gut, ich kann hier, das Gute ist, hier ist ein Klo. Das heißt, wenn ich wirklich mal auf Klo muss, ne, habe ich es hier halt. Ja. Okay. Allerdings jetzt versteckt als gemütlicher Sessel. Ja, genau, ich kann es aber schnell auch wieder. Ja. So, ich werde heute natürlich ein bisschen Playstation spielen, definitiv. Ja. Ich habe hier extra auch eine Lampe hingepackt, damit es hier schön gemütlich ist später. Okay. Hier sind noch ein paar Sachen, die ich brauche. Ich habe noch FIFA dabei. Ich habe so gut vorbereitet, hast du dich noch nie für eine 24-Stunden-Challenge. Ja, kannst mal sehen. Ich habe es hier auch sogar Deko. Ja, ich habe es hier auch ein bisschen gemütlich gemacht für mich, ne, damit es hier wie in meinem Zimmer aussieht schon fast. Ich habe auch ein paar, keine Werbung. Wir haben hier noch diese Fortnite Panini-Karten. Die wollte ich eigentlich mal in die Mappe packen. Ja, das kann ich auch heute mal machen. Nehmen, ne? Da habe ich die Zeit für. Ich sehe hier noch ein Spiel und ein Buch. Genau. Und, ja, das ist doch das Buch, was ich dir geschenkt habe. Genau. Das kann ich heute mal dann tatsächlich anfangen. Ja. Und das ist es tatsächlich. Ne? Wie sieht's aus mit Essen? Hast da wollte ich dich eigentlich fragen. Also gefrühstückt habe ich zu Hause schon heute tatsächlich. Ne? Nicht hier bei uns im Studio, weil Frühstück brauche ich wirklich nicht. Aber Mittagessen und Abendessen wäre gar nicht so schlecht. Ja, kannst du mir da vielleicht helfen? Ja, kann ich mich drum kümmern. Also ich habe auch Mozzarella-Sticks extra gekauft. Die müssen nur kurz in den Ofen. Ja, kein Problem, werde ich machen. Wollen wir dann starten? Ja. Okay, heute spiele ich tatsächlich erstmal... Ich habe Assassin's Creed, Moment, ich werde jetzt mal den Startschuss geben. Ja, okay, mach, los. Auf die Plätze, fertig, los. Ab jetzt 24 Stunden. Yes, los geht's. So, und ich zocke erstmal ein bisschen. Und ihr könnt natürlich in der... Ihr könnt wenn ich dir dein Kabel nicht rausziehe, ich bin hier gerade schon über ein Kabel gestolpert. Ja, dann musst du vorsichtig sein. Ich werde also das Ganze mal von hier beobachten. Also das ist wie, wenn eure Eltern sagen, geh, spiel doch mal woanders. Ja, dann nehme ich einfach meine Playstation mit auf Klo. So, ist kein Problem. So, ich bin jetzt erstmal ein bisschen hier. Ach, mich sieht man da hinten auch im Spiegel. Und ihr könnt ja später noch mal vorbeischauen, würde ich sagen, oder? Ja, machen wir. Ja, bis gleich. Ganz ehrlich, Leute, ich bin mal gespannt, ob Khan das durchhält. 24 Stunden auf Klo. Also, für mich wäre das ja nichts, aber der hat sich das ja da ganz gemütlich gemacht. Ich werde da jetzt mal gucken gehen. Mal gucken, wie so die Stimmung bei ihm ist. Und ob er noch ein bisschen länger durchhält. Aha, was ist das denn? Ach, FIFA! Hey, Khan! Hi! Na, du bist ja noch... Siehst ja noch ganz zufrieden aus, ne? Gut, ich weiß gar nicht, halbe Stunde oder so bin ich gerade mal hier drin? Nee, das waren schon so ein, zwei Stunden. Ich Ehrlich? Glaube, eine Stunde, 40 Minuten oder Ehrlich? So. Ja. Und jetzt sehe ich hier FIFA, mein Lieblings-Playstation-Spiel. Ja, Assassin's Creed wurde eben ein bisschen langweilig, weil ich an einer Stelle nicht weitergekommen bin. Deswegen, oh, schieß doch. Dachte ich mir, ich wechsle mal wieder ein bisschen auf FIFA. Das Problem ist, ich habe vergessen, das WLAN einzustellen. Das heißt, ich kann gerade nicht online spielen. Und das ist ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Also könnte das doch eine kleine Herausforderung werden. Aber ich glaube, mit FIFA komme ich trotzdem ganz gut klar. Also ich habe kein Problem. Du weißt ganz genau, ich kann den ganzen Tag zocken. Ja, genau. Das kenne ich von Khan. Dann kann man den zum Teil echt nicht erreichen. Ja, also ich habe kein Problem. Ich kann hier gerne erstmal noch ein bisschen FIFA zocken. Aber ich denke, ich werde es nicht den ganzen Tag machen. Wann hättest du denn gerne Mittagessen? Ja, ein bisschen. Also ich habe noch keinen Hunger. Okay. Kannst ja später noch mal vorbeikommen. Ja, mache ich. Ja, bis später. Das war ja sowas von klar. Wenn Khan seine Playstation hat, dann ist der echt total abgelenkt. Der hat überhaupt nicht gemerkt, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und ich glaube mittlerweile wirklich, dass der 24 Stunden durchhalten wird. Der wird einfach 24 Stunden durchzocken. Wäre auch eine Challenge, 24 Stunden durchzocken. Für mich wäre das nichts. Da bin ich mal wieder, Khan.
Hi. Hey, was machst du denn da? Gerade ganz recht. Ich packe hier wieder, also was heißt wieder? Ich packe jetzt tatsächlich. Ich komm mal rein in deine gute Stube. Die habe ich jetzt schon ausgepackt, aber weißt du was? Wir machen jetzt live Unboxing mit euch zusammen hier von diesen Panini-Karten. Davon haben wir noch ganz viele. So, wir haben hier einmal das Ding. Dann haben wir eine Submachine Gun, das ist eine Waffe aus dem Spiel. Dann haben wir hier einen Ladebildschirm, einen Skin, aber die Karten hatte ich schon mal gesehen, die auch. Ja, also der Tag wird tatsächlich ein bisschen lang, muss ich ehrlich gestehen. Na, also, besonders wenn man online nicht vor allem da, wo du sitzt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste neben diesem Pissoir da sitzen. Ja gut, das Gute ist, wir benutzen diese Toilette halt wirklich gar nicht. Na, also, oder habt ihr die das schon mal benutzt? Du? Hast du die schon mal benutzt oder was? Das wäre jetzt hart. Weil normalerweise haben wir gesagt, diese Toilette benutzen wir nicht, sondern ne, falls wir jetzt was drehen wollen, ne, damit wir das uns offen halten. Okay. Ich dachte, wenn man mal seine Ruhe haben will, geht ein man... Ein neuer irgendwie... Skin, ach auch so, das ein Skin. Ja, zeig mal, damit ein bisschen Abwechslung da ist. Okay, hier ist irgendwie so eine Checkliste. Noch eine Waffe. Also ich habe einiges und die kann ich dann später noch ein bisschen aussortieren. Aber das mache ich sind später. Sind das dann auch Sticker, die du dann hier einkriegst? Nee, das sind keine Sticker, sondern tatsächlich Karten. Also ach so, okay. Die, ne, die kannst du hier, wie du siehst, kannst du lieber so ein... Wie damals bei meinen Little ja, so in Blättern. Der Art. Also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen zu tun. Ich packe die jetzt erstmal alle aus. Ich verstehe schon, ich sollte dich in Ruhe lassen. Ja, also ich komme hier klar, Kati. Da brauchst du keine Angst. Ich versuche schon mal ganz vorsichtig hier, ich bin eben schon mal über ein Kabel gestolpert. Ja, viel Spaß bis dann. Später. Bis später. Was ist denn hier für ein Müllkahn? Überraschung! Hi! Na? Bin ich reingeschlichen? Hast du nichts gehört? Nee, ich habe nichts gehört, ehrlich gesagt. Ja, ich habe angefangen, das Buch zu lesen. Was ja, soll ich habe halt die Karten alle ausgepackt. Hast du keinen Mülleimer hier in deiner Wohnung oder was? Nö, eigentlich nicht. Kann ich ja später, vielleicht kannst du ja vielleicht sauber machen. Nee. Oder wenn die Challenge hier vorbei ist. Ich wollte es aber nicht hier glaub, drin ja haben. Ich glaube ja nicht, dass Nina und ich das machen. Ja, aber ich wollte es nicht hier drin machen. Ich habe auch schon ein bisschen angefangen. Warte, guck mal, ich habe auch schon meine Schuhe ausgezogen. Hier die Karten. Ja, aber mal wieder rein. Aber ich bin natürlich noch nicht fertig. Ah, sieht aber ganz cool aus. Ja. Also ich habe auch ganz viele Karten da drin. Ich ordne die jetzt gar nicht nach Zahlen, sondern ich gucke einfach, dass sie erstmal hier drin sind. Aber ich glaube, das wird alles hierfür nicht reichen. Vielleicht kannst du ja im Laufe des Tages eine neue Mappe für mich holen. Damit ich eine zweite habe. Naja, mal gucken. Naja. Auf jeden Fall bin ich jetzt eigentlich schon beim Buch gelandet. Ja. Also langsam wird es echt ein bisschen schwer. Das ist ja das Buch, was du, das zweite Buch, was du mir geschenkt hast. Ja, da hast ich mache ja jetzt keine schon. Werbung dafür, auch, ja, keine hast du ja letztes Mal schon. Auch keine Kaufaufforderung. Das erste Buch war schon richtig cool, aber ich bin auch ein Fan so von Weltraum und so Interstellarreisen und sowas alles, ne? Oder ne, alles, was so Weltraum angeht und Reisen ins Weltraum, bin ich halt mega Fan von. Und das ist das zweite Buch. Und das fängt schon gut an, weil im ersten Buch sind die eigentlich am Ende gestorben alle. Das war ein Team von vier Leuten, Besatzungsteam von vier Leuten, die an den Rand des unteren Sonnensystems geflogen sind. Und dann sind sie gestorben, wegen der künstlichen Intelligenz. Spoiler-Alarm. Und jetzt geht's anscheinend weiter. Ja, aber ob ich das den ganzen Tag in der Toilette machen kann, ist eine andere Sache. Am Strand wäre es cool, aber auf der Toilette ist was anderes. Ist es denn hier noch bequem einigermaßen? Ja, es geht. So langsam wird es ein bisschen... Ich überlege auch, wie ich die Nacht hier später... Hast du dir also, gar keine Decke heute mitgebracht? Nee. Eigentlich, also vielleicht kannst du mir da ja mal helfen. Wie sieht's denn überhaupt mit Essen aus? Ja, so langsam, also wird's auch Zeit, ne? Also ich hätte jetzt ein bisschen Hunger tatsächlich. Ich bin jetzt auch schon einige Zeit hier. Also ich hätte schon ein bisschen Hunger. Dann werde ich jetzt für Kahn was zu essen vorbereiten. Ich habe zwar gerade gesagt, ich würde jetzt gehen und das Essen für Kahn vorbereiten, aber ich finde, Kahn kann man auch manchmal nicht vertrauen. Der rechnet jetzt ja nicht damit, dass ich direkt nochmal zurückkomme. Und ich will ihn auf frischer Tat ertappen, falls er doch vielleicht mal die Toilette diesen Raum verlässt. Und deswegen werde ich jetzt sofort einfach nochmal zurückgehen. Überraschung? Hä? Was ist denn hier los? Kahn? Ja, da. Hier ist besetzt. Bist du auf Toilette oder was? Ja, was ist? Du warst doch gerade hier. Ja, ich hole dann jetzt die Mozzarella-Sticks für dich. Ja, weswegen warst du jetzt hier? Ich wollte dich noch mal fragen, wo die sind, aber jetzt ist es mir doch selber wieder eingefallen. Ich bin auf Klo, jetzt gerade nicht. Okay, er ist nicht ausgebüxt. Dann gehe ich jetzt mal und bereite das Essen für Kahn vor. So, hier kommt jetzt Kahns Lieblingsessen. Sieht zwar nicht danach aus, aber das ist irgendwie momentan total gerne. Das sind Mozzarella-Sticks. Und die hat er sich jetzt wirklich verdient. Kahn, dein Essen ist fertig. Moment, was ist das denn hier? Kahn, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gerade ganz genau gesehen. Nein. Warum bist du schon so schnell wieder da? Das Essen ist nicht für dich. Ich dachte... Warum bist du so schnell wieder da?
Ich guck mal, ganz ehrlich, ich war ganz kurz nur drüben, weil ich mein iPad vergessen hatte. Ich wollte es nur kurz, ich hätte dir auch Bescheid geben können. Ich wollte nur ganz kurz. Das gilt nicht, ich hätte es dir ja holen können. Ja, aber. Du. Ja, 24 Stunden. Warum bist hier drin? Du so schnell schon wieder da? Aha, du betrügst also? War das das erste Mal, dass du rausgelaufen bist? Heute ja, heute wirklich. Ja, also, das ist. Sonst betrüge ich nicht. Du tust, als ob ich sonst immer betrüge. Du schummelst immer, Kahn. Nein, das stimmt nicht, aber. Ich wurde ja jetzt erwischt, jetzt ja sowieso zu spät. Ja, das war's. Warte, ich hab nur ganz kurz mein iPad geholt. Dann esse ich die. Die sehen zwar nicht so lecker aus, aber. Ja, gut, okay, okay. Heißt das jetzt, ich war die Hälfte des Tages umsonst hier jetzt drin, ne? Ja, das heißt es wohl. Kahns 24 Stunden im Klo sind ja, damit beendet. Jetzt geh ich raus, ja. Ja, genau. Das war schön blöd, muss ich sagen. Schummeln lohnt sich anscheinend nicht. Nee. Jetzt habe ich hier ein paar Stunden völlig umsonst verbracht. Aber das Video veröffentlichen wir trotzdem, oder? Ja, alle werden sehen, dass du geschummelt hast. Ja, doch. Ja, komm, ihr habt im Team dann wahrscheinlich auch schon gesehen, dass ich geschummelt habe. Die ersten Stunden hat er ja wirklich ganz gut durchgehalten. Was würdet ihr denn 24 Stunden auf Toilette machen? Das war richtig dumm, muss ich sagen. Ich kann es schon verstehen. Ich hätte da auch nicht 24 Stunden. Ja, aber ich hätte dir auch Bescheid geben können. Also ich dachte, du brauchst länger mit dem Mozzarella-Sticks. Warum bist du so schnell wieder da? Ich war ganz schnell wieder da. Das waren vielleicht 10 Minuten, die du weg warst. Ich bin einfach nur Meisterköchin. Ja gut, okay. Ja, tut mir leid, Leute. Das habe ich heute wohl anscheinend mit den 24 Stunden auf Klo wirklich nicht geschafft. Dabei waren eigentlich die Bedingungen optimal. Trotzdem danke. Ja, gut, da habe ich jetzt noch die Hälfte des Tages, wo ich noch aus dem Klo ein bisschen rauskam. Trotzdem hoffen wir, dass ihr Spaß hattet. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Schummeln lohnt sich anscheinend doch nicht. Kathi hat mich erwischt und das war richtig blöd, muss ich sagen. So, genau. Da können wir uns die Mozzarella-Sticks dann teilen. Ja, aber okay, komm, du hast verloren. Ja, verloren. Kahn hat verloren. Und tschüss. Ciao.